The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Vor Gericht und vor Ratsversammlungen. Ich rede von deinen Zeugnissen vor Königen und schäme mich nicht. Während des großen Abschlusswerkes werden wir in äußerst verworrene Situationen geraten, mit denen wir nicht umzugehen wissen. Aber lasst uns nicht vergessen, dass die drei großen Mächte des Himmels am Leben sind. Gottes Hand hält das Steuer. Er wird seine Absichten ausführen. Die Zeit wird kommen, in der wir um seines Namens willen vor Ratsversammlungen und Tausende von Zuschauern gestellt werden. Dann wird jeder seinen Glauben bekunden müssen. Jeder einzelne Glaubenspunkt, den unser Volk vertritt, wird der Kritik der größten Denker ausgesetzt sein. Die Höchsten unter den Großen der Welt werden mit der Wahrheit in Berührung gebracht werden. Deshalb sollte jeder Standpunkt, den wir einnehmen, kritisch untersucht und anhand der Schrift geprüft werden. Jetzt scheinen wir wohl noch wenig beachtet zu werden. Aber das wird nicht immer so sein. Bewegungen sind am Wirken, die uns in den Vordergrund rücken werden. Wenn unsere Theorien bezüglich der Wahrheit durch Historiker oder die bedeutendsten Menschen der Welt zerpflückt werden können, dann wird es geschehen. Der Herr Jesus wird den Jüngern Worte auf die Zunge geben und eine Weisheit, denen ihre Gegner weder widersprechen noch widerstehen können. Menschen, die durch Argumentation die Täuschungen Satans nicht überwinden konnten, werden so bestimmt und klar von der Wahrheit Zeugnis ablegen, dass sogar angeblich Gelehrte darüber staunen werden. Von den Lippen der Unbelehrten werden Worte einer solchen Überzeugungskraft und Weisheit kommen, dass sich andere daraufhin zur Wahrheit hinwenden. Tausende werden durch ihr Zeugnis bekehrt werden. Warum sollte der Ungebildete diese Vollmacht haben und ein Gelehrter nicht? Der Ungebildete ist durch sein Glauben an Christus in die Atmosphäre der reinen, klaren Wahrheit geraten, während sich der Gelehrte von der Wahrheit abgewandt hat. Der Arme ist Christi Zeuge. Er kann sich nicht auf Geschichte oder hohe Wissenschaft berufen, aber er sammelt aus dem Wort Gottes mächtige Beweisgründe. Die Wahrheit, die er unter Eingebung des Geistes ausspricht, ist so rein und bemerkenswert, wird von solch unbestreitbarer Vollmacht getragen, dass seinem Zeugnis nicht widersprochen werden kann. The Lord is coming. Are you ready?